Hier stelle ich ein Erlebnis für Groß und Klein vor. Um unsere Chemierakete zu basteln, brauchen wir 2 identisch große Plastikflaschen, 4 Essstäbchen, Klopapier, Bindfaden, einen Weinkorken, einen Cutter und Tesafilm, Weißweinessig sowie Natronpulver. Wir schneiden von einer Flasche ein Drittel weg für die Raketenspitze. Diese Spitze setzen wir auf den Flaschenboden der anderen Flasche. Zur Verstärkung kleben wir die Essstäbchen mit dem Tesafilm in gleichmäßigem Abstand über die Narbe zwischen den beiden Flaschenteilen. Dann rollen wir noch einmal ordentlich Tesafilm über das Ganze. Unsere Rakete ist jetzt abflugbereit. Nun nehmen wir 4 Toilettenpapierblätter, die wir übereinander falten. Und ziehen ein längliches Häufchen vom Sodapulver in ihre Mitte und lassen ca. 2 cm an jeder Seite frei. Jetzt verschließen wir es so gut es geht in einem Klopapierumschlag. Die Enden verknoten wir fest mit dem Bindfaden, von dem wir an einer Seite ungefähr 5 cm rausgucken lassen. Nun nehmen wir den Korkenzieher und vergewissern uns, dass er groß genug ist, den Flaschenhals zu stopfen. Sollte das nicht der Fall sein, verdicken wir ihn einfach mit etwas Klebeband. Jetzt sind wir soweit, ungefähr 15 cl Weißweinessig in die obere Flasche zu gießen. Nun stopfen wir den Sodaumschlag in die Flasche, ohne dass der Essig berührt wird. Damit das auch später nicht geschieht, nehmen wir den langen Bindfaden, lassen ihn aus der Flasche heraushängen und fixieren ihn mit dem Korken. Jetzt ist Ihre Rakete abflugbereit. Finden Sie eine abgelegenere Stelle und eine feste Unterlage. Drehen Sie Ihre Rakete um und entfernen Sie sich um einige Meter. Überraschend, nicht? Wie das funktioniert? Das ist Carbongas, das durch eine chemische Reaktion entsteht, sobald sich das Natronpulver und der Weißweinessig verbinden. Eine Säure-Base-Reaktion, die Druck auf den Korken ausübt. Weil der Druck sehr hoch ist, schießt der Korken heraus und der mit Hochdruck ausströmende Essig lässt die Rakete in die Lüfte steigen.